Warum war 2002 für dich ein ganz besonderes Jahr? Ja, weil ich bin 2002 am 1. April operiert worden im UKSH am Herzen, habe 4 Bypässe gekriegt, womit ich eigentlich vorher nicht so gerechnet habe in diesem Umfang. Aber es war so und es musste sein. Und das ist nun 18 Jahre her. Das heißt, eigentlich bin ich erst 18. Ich bin zwar schon pensioniert, aber das hat, glaube ich, auch noch keiner geschafft bisher. Ich könnte meinen Führerschein machen, stattdessen spiele ich Golf seit 18 Jahren. Aber diese 18 Jahre verdanke ich eigentlich dem Team um Professor Krämer, weil die haben mich 16 Stunden operiert und nun ist alles gut verlaufen und ich fühle mich wohl. Die Sonne scheint, mir geht's gut. Ja, Gesundheit war eigentlich für mich schon immer wichtig. Ich habe Zeit meines Lebens Sport getrieben und eigentlich auch gesund gelebt, aber ja, ich hatte halt Pech und ich hatte dann Rhythmusstörungen und die kamen immer häufiger und dann wollte ich eben wissen, was ist los. Bin dann in die Uni gekommen, glücklicherweise irgendwann zur Szintigrafie. Danach war dann die Operation. Das ging eigentlich alles relativ zügig vonstatten. Eigentlich kann man dafür nur Danke sagen für diese 18 Jahre. Ich mache das. An dieser Stelle mal, lieber Professor Krämer, vielen Dank für ein neues Leben. Ja, das ist mir geschenkt worden. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Dankbarkeit, Freude. 10 Jahre kann ich dieses Turnier mit begleiten. Und es geht darum, die Kita zu unterstützen. Und ich finde, weil ich diese Operation über 16 Stunden hatte und da ja auch nicht nur der Professor gearbeitet hat, sondern viele andere Leute. Und ich meine, wenn man Kinder hat und man weiß, sie sind gut aufgehoben, dann arbeitet man vielleicht etwas anders und etwas konzentrierter und auch etwas ruhiger, als wenn man sagt, ich muss jetzt nach Hause, mein Kind muss versorgt werden. Und wenn man weiß, die Kinder sind gut versorgt, dann ist das sicherlich auch für die Patienten hilfreich. Und das ist der Grund, weshalb ich da eingestiegen bin. Und das ist ja nicht viel, was ich tue, ein bisschen, kleines Tröpfchen auf einen heißen Stein. Aber viele Tropfen machen den Stein auch nass. Dafür kann ich nur Danke sagen, weil es ist großartig hier und es bringt viel Spaß und es ist ein toller Kreis und ja, ein bisschen UKSH-Familie, wie man so schön sagt. Thank you.